Englands Nationalspielerinnen beim Training vor dem EM-Finale am Samstag in London. Am Sonntagabend nun geht es gegen Deutschland im ausverkauften Wembley-Stadion. Die deutschen Spielerinnen freuen sich, im Endspiel der Europameisterschaft auf Gastgeber England zu treffen. Denn die beiden Teams verbindet eine lange Geschichte und eine große Rivalität im Fußball, wie die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag sagte. Und für mich ist es eh ein Fußball. Also ich mache da überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt ein Männerspiel ist oder ein Frauenspiel ist. Es ist ein Fußballfest. Beide Mannschaften stehen zu Recht im Finale. Und deshalb freuen sich, glaube ich, alle darauf. Mehrere Millionen in ganz Europa werden zuschauen. Und von daher nochmals, wenn wir es vorher hätten träumen dürfen, dann hätten wir genau gesagt, wir wollen hier im Wembley-Stadion gegen England und gegen niemand anderem im Finale stehen. Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß und das Stadion ist auch schon im leeren Zustand beeindruckend. Und von daher, ja, ist die Vorfreude bei uns allen sehr, sehr groß. Das wird die nächste große Herausforderung für uns, die wir uns aber gerne stellen. So Nationalspielerin Svenja Huth. Die englischen Fans hoffen, dass die Frauen das wiederholen können, was den Männern im letzten Jahr gelang, als sie Deutschland im Achtelfinale aus dem Turnier warfen. Deutschland ist achtfache Europameisterin, während England nach zwei Vizemeisterschaften den Pokal noch nicht gewonnen hat. Ob sich das ändert? Anpfiff ist um 18 Uhr.